Moin. Die Honigbahn-Nachricht Nummer 67 vom 17.04.2012. Moskau. Die russische Weltraumagentur Roskosmos hat dem Vorschlag der Wissenschaftler zugestimmt, das Projekt zur Entsendung einer interplanetaren Raumsonde zum Mars-Satelliten Phobos, das Anfang 2012 gescheitert war, zu wiederholen. Wir haben den Vorschlag des Instituts für Weltraumforschung hinsichtlich eines Phobos 2-Projektes akzeptiert. Das soll in der Entwicklungsstrategie der Weltraumbranche bis zum Jahr 2030 seinen Niederschlag finden, sagte der Chef der Behörde Wladimir Popowkin am Dienstag in Moskau. Laut dem Roskosmos-Chef geht es dabei um keine direkte Nachahmung der Phobos Ground-Sonde. In dem neuen Projekt mit dem Namen ExoMars sollen unter anderem Geräte genutzt werden, wie sie an Bord des Phobos Ground Sonde installiert waren, so Popowkin. Phobos Ground, der erste russische interplanetarische Raumsonde seit 15 Jahren, die Grundproben vom Mars-Satelliten Phobos hätte zur Erde bringen sollen, war im November 2011 gestartet worden. Die Sonde konnte die vorgesehene Übergangsbahn zum Mars nicht erreichen und stürzte am 15. Januar 2012 über den Pazifik ab. Gute Reise. Houston. Eine Sonderkommission der Leiter der US-Luft- und Raumfahrtbehörde NASA, Vertreter der ISS-Partnerstaaten und Unternehmen des SpaceX-Angehörten hat den Flug der ersten privaten Raumschiffs Dragon zur ISS genehmigt. Der für den 30. April vorgesehene Start wurde seit Februar schon zweimal verschoben, heißt es in einer Mitteilung der NASA. Wie zuvor mitgeteilt worden war, ist der Start der Falcon 9 Rakete mit dem Raumschiff Dragon für Montag, den 30. April um 12.22 Uhr US-Ortsküstenzeit, Ostküstenzeit geplant. Der Start wird vom Weltraumbahnhof Cap Canaveral, US-Bundesstaat Florida, vorgenommen. Alex Krasnov, Leiter der Verwaltung für bemannte Programme der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, teilte RIA Novosti mit, dass russische Vertreter der vorangegangenen Kommissionssitzung beigewohnt hätten, was das Ankopplungsprogramm besprochen wurde. Dieses Programm löste derzeit keine Einwände der russischen Seite aus. Das genaue Datum der Ankopplung sei vorläufig nicht bestimmt worden. Der erste Start der Dragon-Kapsel verwirklichte das Unternehmen SpaceX im Dezember 2010. Der zweite Start, bei dem die Annäherung und die Andockung der ISS geplant war, war offiziell für den 7. Februar 2012 vorgesehen. Am 17. Februar des laufenden Jahres gab SpaceX jedoch bekannt, dass das Unternehmen zusätzlich Zeit brauche und den Start auf eine unbestimmte Zeit verschoben werde. Später wurde mitgeteilt, dass das Raumschiff frühestens am 20. März zur ISS starten könne. Der Start wurde jedoch ein weiteres Mal auf Ende April verschoben. Seit 2006 setzt die NASA das Programm Commercial Orbital Transportation Services, COTS, um, was die Bemühungen von Privatfirmen um die Entwicklung von Raumschiffen fördert, die Güter zu einer erdnahen Umlaufbahn und zur ISS bringen könnte. Im Rahmen des Programmes wird die NASA SpaceX $396 Millionen und dem Unternehmen Orbit Sense Company $288 Millionen für den erfolgreichen Abschluss aller Etappen bei der Entwicklung des Weltraumtransportsystems auszahlen. Der Raumfrachter Cygnus der Unternehmen Orbital soll seinen ersten Testflug am 1. September unternehmen und am 6. September an die ISS andocken. Das Raumschiff wird Güter mit einer Masse von 2 bis 2,7 Tonnen in Abhängigkeit von der Ausführung auf eine Umlaufbahn bringen können. Dragon kann etwa 6 Tonnen Fracht auf eine erdnahe Umlaufbahn bringen und dort von 3 Tonnen zurückbringen. Goldman Sachs, Jim O'Neill schlicht Staatenbund vor. Die ganze Arbeit mit Rettungsschirmen könnte umsonst gewesen sein, wenn die Euro-Länder ihre Glaubwürdigkeit nicht nachhaltig steigern könnten. Jim O'Neill, Vorstandschef von Goldman Sachs Asset Management, hatte dafür eine ungewöhnliche Idee. So ungewöhnlich ist sie gar nicht, die ist schon alt. Für den Chef von Goldman Sachs Asset Management,
Jim O'Neill, ist die europäische Krise nicht einfach nur eine Schuldenkrise. Sie ist gleichermaßen eine Wachstumskrise und Strukturkrise der Euro-Gemeinschaft, schreibt er in einem aktuellen Bericht. Aber in vielerlei Hinsicht ist sie auch eine Krise durch armselige Führung, so O'Neill. Warum also nicht einen einfachen, aber dramatischen Schritt gehen? Falls Frankreich, Deutschland, Italien wirklich den Euro retten wollen, könnten sie ihre Stimme im IWF und am G7-Tisch einfach vereinen. Immerhin haben sie seit 12 Jahren dieselbe Geldpolitik und versuchen, rechtliche Rahmenbedingungen auszugleichen. Könnte es eine klarere Botschaft als eine Stimmenfusion geben? Ich nehme an, dass die Märkte dann etwas entspannter und ausgeglichener gegenüber anderen Problematiken wie etwa beim Wachstum reagieren würden, schreibt O'Neill. Ohne solche Schritte könnte auch das Unblendbare eintreten. Die ganze Arbeit an Rettungsschutzschirm und alle Maßnahmen der Europäischen Zentralbank wären dann umsonst gewesen. Vor allem Italien und Spanien könnten Aufgaben nicht so schnell erfüllen, wie die Märkte das wollen. Und keine Firewall ist groß genug, um sie zu schützen, hieß es heute auf dasinvestment.com. Hat das nicht schon mal jemand vorgeschlagen? Nord-Süd-Staaten, ich erinnere mich noch ganz schwach. Auch daran ist zu denken, wer mit wem zusammenspielt. Das ist eine lange Sache der Vorplanung schon gewesen. Also nicht neu. Brüssel. Dieselfahrzeuge sind energieeffizienter als Benziner. Das EU-Parlament will den Kraftstoff künftig dennoch deutlich höher besteuern. Der Liter Diesel würde dann auf einen Schlag 22% teurer. Die Kraftstoffpreise bleiben auf Rekordniveau. Für den Liter Super zahlen Autofahrer derzeit rund 1,72. Für Super Plus sind es 1,77 Euro. Auch der Diesel ist mit 1,53 teurer wie noch nie und könnte nach dem Willen des EU-Parlaments künftig sogar noch mehr kosten. Wo will man sonst auch noch abgreifen? Am Donnerstag stimmen die Abgeordneten in Straßburg darüber ab, ob Deutschland und die anderen EU-Staaten Kraftstoffe in Zukunft nach Energiegehalt besteuern müssen. Da Diesel eine höhere Energiedichte als Benzin aufweist, ginge der Steuersatz von derzeit 47 Cent auf satte 22 Cent nach oben. Damit wäre Diesel mit 75 Cent teurer als Benzin, was seinen Mindeststeuersatz von rund 65 erhält. Bisher konnte Deutschlands Entscheidungsfreiheit, wie stark die einzelnen Kraftstoffe besteuert werden, allein entscheiden. Um Industrie und Handwerk zu unterstützen, setzte Benzin auf einen günstigeren Dieselpreis. Man könnte das auch Betrug rechnen, denn es ist mit ganz anderen Werten geworben worden für Diesel. Die EU-Abgeordneten sind sich dadurch bewusst, dass die Steuerreform die Autofahrer teurer zu stehen kommen. Ein kräftiger Anstieg der Dieselpreise in einer großen Zahl von Mitgliedstaaten würde mehr Probleme schaffen als lösen, schreibt die zuständige Berichterstatterin, die Luxemburgerin Astrid Lulling. So war es heute bei Welt Online zu lesen. Betriebswirte nennen dieses Vorgehen im Übrigen Minimax-Prinzip. Und so wird den Menschen das Geld aus der Tasche gezogen und kaum einer merkt es und alle machen mit. Stockholm. Die weltweiten Rüstungsausgaben, die seit knapp über 13 Jahren im Wachstum sind, haben im vergangenen Jahr nach Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts SIPRI nur um 0,3% zugelegt, was deutlich unter den Wachstumsraten der vergangenen Jahre liegt. Die Weltwirtschaftskrise habe zu Haushaltsdefiziten und Ausgabenkürzungen in den USA und Europa geführt, sagte SIPRI-Experte Sam Perlow-Freeman. Kürzlich habe ich es vor allem bei den einstigen Rüstungsspitzenreitern wie USA, Deutschland, Brasilien, Frankreich und Großbritannien gegeben. Die USA haben im vergangenen Jahr erstmals seit 1998 ihre Ausgaben für das Militär um 1,2% gegenüber 2010 heruntergefahren, geht aus einem SIPRI-Bericht hervor. Der Militäretat Frankreich schrumpfte seit 2008 um 4%, der von Deutschland und Großbritannien um 1,4% bzw. 0,6%. China und Russland haben dagegen die Rüstungsaufgaben im vergangenen Jahr aufgestockt, so der Bericht. Russland habe 9,3% mehr für das Militär ausgegeben und sei nicht in der Liste der Länder mit dem größten Militärhaushalt um 2 Stellen auf
Platz 3 vor Großbritannien und Frankreich gestiegen. Die USA sind im Ranking nach wie vor der einsame Spitzenreiter, gefolgt von China. Auf Platz 6 rangiert Japan. Deutschland landet auf Rang 9 hinter Indien und Saudi-Arabien. Für den Bericht hat die Stockholmer Institution neben den Ausgaben für Waffen und Entwicklung auch anderem die Entlohnung des Militärs und die Kosten für die Einsätze berücksichtigt. Es gab einen Gratis-Koran. Sitzen die Geldgeber im Ausland? Wie consumer.info am Montag mitteilt, vermutet der niedersächsische Verfassungsschutz, von welcher Verfassung? Wir haben ja ein Grundgesetz, die Finanzierung der Gratis-Korane durch radikal-islamistische Salafisten. Wieso radikal-islamistisch? Warum nicht islamistisch? Durch Saudi-Arabien oder Katar? Hans-Werner Wagel, Chef des Niedersächsischen Landesamts für Verfassungsschutz. Nochmal. Ich gehe davon aus, dass es externe Geldgeber gibt. Wir haben Erkenntnisse, dass in der Vergangenheit Geldströme von der arabischen Halbinsel an das salafistische Netzwerk in Deutschland geflossen ist. Naja, das ist ja nicht neu, oder? 300.000 Exemplare des Koran in deutscher Sprache ließ die Organisation Die wahre Religion, zu der sich auch die Salafisten zählen, drucken. Es wird aber dargestellt als finanziert durch den Verkauf von Koran an Muslime und Spenden. Insgesamt sollen 25 Millionen Korane an den deutschen, österreichischen und schweizerischen Innenstädten kostenlos verteilt werden. Mit aller Gewalt wollen sie das Ding umdrehen. Als Quelle gibt consumer.info, dpa und Focus an. Wer von den Schlafschafen wird sich mit dieser Meldung schon noch auseinandersetzen? Wir vermuten niemand oder kaum jemand. Antibiotika erhöhen Verfettungsrisiko. Die Stimme Russlands berichtete am Sonntag von einem Artikel der Zeitschrift New Scientist, wonach der Missbrauch von antibakteriellen Präparaten, zu Deutsch Antibiotika, Antibio bedeutet nicht umsonst gegen das Leben, die Verfettung deutlich fördern können. Die Antibiotika schränken die Mengen der nützlichen Magen-Darm-Bakterien ein, die uns bekanntlich gegen Infektionen und Krebs schützen. Jedoch stellte diese auch eine Vorbeugung gegen Verfettung dar. Da erinnern wir uns an die germanische Heilkunde, die naturwissenschaftlich ist und uns über die Schädlichkeit von Antibiotika für das Heilgeschehen unterrichtet hatte. Beschäftigen Sie sich mit der germanischen Heilkunde, es lohnt sich und es kann auch von jedem verstanden werden. Suchen Sie dafür Studienkreise der germanischen Heilkunde auf, dort werden Sie informiert. Die germanische Heilkunde ist nicht umsonst verboten worden. Dadurch wird zum Beispiel auch die Chemotherapie mit einer durchschnittlichen Überlebensrate von 2% nach 5 Jahren nach einer sogenannten Krebsbehandlung überflüssig werden. Das heißt, von 100 Patienten überleben 2. Bei der germanischen Heilkunde sind es 8. Und wenn Sie diverse Bücher lesen, sind es an die 100%, die überleben. Bitte keine Chemotherapie. Das ist ein Paukenschlag. Der SPD-Chef Sigmar Gabriel nennt Israel erneut Apartheidsregime. Na, da darf er auch nicht. Die Internetzeitung meldet einen Paukenschlag von SPD-Chef Sigmar Gabriel, der Günter Grass und auch seine Apartheidsregime-Äußerung gegenüber Israel verteidigte. Die Kritik an Grass hält Gabriel für überzogen. Nach dpa verteidigte Gabriel, dass er kürzlich den Begriff Apartheid zur Beschreibung der Umstände in Hebron benutzt hatte. Der Politiker sprach von einem rassistischen Apartheidsregime der Israelis in den Palästinensergebieten und hier im Besonderen im Westjordanland. Wen will er da denn mit hinterm Tisch hervorlocken? So leben in Hebron die Menschen nach zweierlei Recht. Eine Gruppe sei fast rechtlos. Diese Aussage können wir nur zustimmen und auch vom Zentralrat der Juden ist Gabriel nicht eingeknickt. Richtig so, mit welchem Recht mischt sich ein Zentralrat der Juden überhaupt hier in deutsche Politik ein? Ach so, wir wissen ja, die machen das hier. Wie Jürgen Mayer bei der Internetzeitung weiterschreibt, sind die Menschen im Lande der bedingungslosen Solidarität und der unmoralischen Doppelstandard längst überdrüssig. Die deutsche Bevölkerung sei ganz überwiegend gegen Militärschläge und Angriffskriege, wie auch gegen die deutsche Beteiligung in Afghanistan.
Genauso ist die Mehrheit der Menschen gegen Doppelstandards bezüglich des Atomwaffensperrvertrages. Israel sollte den Sperrvertrag genauso wie der Iran unterzeichnen und seine Nukleararsenale international überwachen lassen. Völlig klar, die deutsche Bevölkerung ist mehrheitlich gegen Steuergelder, die an Israel gehende U-Boote fließen, die ja auch atomraketenfähig sind. So kann sich Gabriel mit seiner Apartheid-Äußerung der Zustimmung der deutschen Bevölkerung gewiss sein. Menschenwürdige Zustände sind unerwünscht. Nochmal, wen will er denn damit hinterm Ofen hervorlocken? Wir haben doch noch gar keine Wahlen. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Denkt daran, am Sonntag sind wir in der Nähe von Münster und treffen uns. Vielleicht kommt ihr auch noch hin. Meldet euch bitte an unter imbel72@web.de. Euer Hornigmann. Tschüss.